Heute endet die letzte vollständige Handelswoche, weil nächste Woche Weihnachten dann ist, übernächste Woche Silvester. Da ist dann jeweils nur noch von Montag bis Mittwoch wahrscheinlich ziemlich dünner Handel. Aber heute wird es wahrscheinlich nochmal turbulent, denn wir haben, wie gestern im Marktflüster schon thematisiert, die Aufnahme von Tesla in den S&P 500, beziehungsweise die erfolgt am Montag. Aber heute muss der Platz freigemacht werden für diese Aufnahme. Das ist das Erste. Dann haben wir natürlich diese Stimulusgespräche in den USA, die jetzt zu einer Entscheidung kommen müssen. Und wir haben die Brexit-Thematik, die zu einer Entscheidung kommen muss. Das sind also praktisch die Rahmenbedingungen, die jetzt für den heutigen Verfallstag dann eine Rolle spielen, der eben noch oben drauf kommt. Deswegen dürfte es durchaus heute nochmal Action geben, dürften da einige nochmal hingucken. Schauen wir uns die Situation mal an. Was ist da heute der Fall? Was ist heute zu erwarten? Wir sehen hier zunächst mal die Kursentwicklung von Tesla. Als die Nachricht kam, im November war es, Mitte November, soweit ich das noch erinnere, und das hier in diesem Chart sichtbar ist, stand die Aktie knapp unter $400. Jetzt sind wir so im Bereich $650. Tesla mehr wert, deutlich mehr wert als die sechs größten Autobauer der Welt zusammen. Das ist gerechtfertigt und die Frage ist, wann könnte das für Tesla ein bisschen schwierig werden? Normalerweise ist es so, dass nach Aufnahme in den Index eben dann vor allem das Argument wegfällt, ja, die Tesla kommt in den Index, dann müssen viele eben kaufen, müssen Indexbetreiber das kaufen, müssen Fondsmanager diese Aktie kaufen, um sie eben adäquat abzubilden, weil es ein S&P 500 Unternehmen ist. Dementsprechend könnte es jetzt ein bisschen schwieriger werden für Tesla, für die Tesla Aktie, denn das Argument jetzt entfällt, viele müssen kaufen wegen Aufnahme in den Index. Schauen wir uns mal an, ich hatte es gestern gesagt, es sind 17% des S&P wird durch Index Konstrukteure bestimmt, meistens ETFs, aber eben auch andere. Um und bei $80 Milliarden müssen da freigemacht werden an Verkäufen. Goldman Sachs sagt, ja, das wird übertrieben, das wird keinen großen Einfluss haben. Andere sagen, es wird einen Einfluss haben. Es ist schwer zu sagen im Vorfeld, wir werden sehen, was passiert. Ob es hier diese Turbulenzen gibt, da noch in Kombination mit, naja, relativ dünner Liquidität und eben dann dem großen Verfall noch oben drauf. Jetzt gucken wir mal auf die Differenz zwischen der Tesla-Aktie und den Tesla-Anleihen, denn im Anleihebereich ist Tesla Junk. Praktisch Dreck, könnte man ein bisschen pejorativ sagen. Jedenfalls, wir haben jetzt zwar eine Aufstufung von S&P, also der Ratingagentur, auf BB von BB-, aber es ist nach wie vor zwei Schritte vom Investment-Grade-Bereich entfernt. Warum gab es diese Aufstufung durch S&P? Weil eben Tesla ja diese Kapitalerhöhung kürzlich gemacht hat, über $5 Milliarden nochmal eingesammelt hat. Und das verbessert natürlich die Bilanzstruktur. Das hatte dann eben diese Aufstufung des Ratings zur Folge. Wahrscheinlich wird man sich dann noch öfter an den Aktionären bedienen. Das zweite Thema, das jetzt natürlich die Märkte massiv interessiert, ist diese ganze Stimulusgeschichte in den USA. Jetzt muss man ja eigentlich heute den Shutdown, den Government Shutdown verhindern, also die Schließung der US-Behörden. Es sieht so aus, als würde das jetzt nicht gelingen und man würde dann einen kurzen Shutdown hier riskieren und sagen, das kriegen wir dann schon hin. Es ist eben die Frage, wer ist berechtigt, diese Stimulus-Schecks zu bekommen? $600 bis $700 sollen die ja betragen. Wie wird Geld ausgegeben für Healthcare, für diese Gesundheitsfragen? Und all das ist eben noch nicht so wirklich unklar. Hilfen für die Bundesstaaten. Also man ist da schon noch ein Stück weit auseinander. Diese Meldungen, wir sind optimistisch, wir könnten heute schon einen Deal haben, die haben sich bisher nicht bestätigt. Das ist so ein bisschen wie beim Brexit. Der hätte ja auch schon lange kommen müssen, der Deal, und ist nach wie vor nicht da. Und wir sehen, dass jetzt eben die pandemische Situation in den USA durchaus auch auf die Daten Einflüsse hatte. Wir haben sowohl die Hard Data, also Daten, die wirklich hart sind, nicht Stimmungsdaten sind, gehen nach unten, als auch eben die Stimmungsdaten gehen nach unten. Gestern hatten wir die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Das sind zum Beispiel harte Daten, weil das sind Fakten, wie viele Leute sich arbeitssuchend melden und nicht wie zum Beispiel Einkaufsmanager-Indizes, die einfach eine Stimmung von Einkaufsmanager befragen, ist deswegen nicht weniger wertvoll, aber man macht eben diese Unterscheidung. Beide Kategorien
jedenfalls gehen nach unten. Und wenn wir jetzt mal zu den Märkten kommen, da sehen wir hier den S&P 500, 9 Aufwärtsgaps jetzt in Folge. Heute scheinbar bislang, aber das kann noch kommen, kein Aufwärtsgap. Aber wir sehen hier diesen Aufwärtstrendkanal in dem Chart von Michael Silver, der dann vielleicht sogar noch bis 3750 Punkte gehen könnte. Wären also nochmal 35 Pünktchen um und bei mehr wäre 1%, dann wären wir sozusagen an der oberen Trendkanalbegrenzung angekommen. Die Euphorie kennt keine Grenzen. Das gilt vor allem für den Russell 2000. Hier sehen wir das maßgebliche ETF auf den Russell. Da sind wir schlanke 34,5% vom 200-Tages-Durchschnitt entfernt. Gab es noch nie, hat es noch nie gegeben. Ist historisch einmalig, zeigt diese Irrational Exuberance, wie Alan Greenspan es einst in den 1990er Jahren benannt hat. Und hier, wenn wir von Greenspan sprechen, dann auch von einem anderen der Generation Greenspan, nämlich Warren Buffett, der gesagt hat, ein Bullenmarkt ist wie Sex. Kurz bevor es aufhört, fühlt es sich am besten an. Und Speculation is most dangerous when it looks easiest. Also die Spekulation ist meistens am gefährlichsten, wenn es ganz einfach aussieht. Vorgestern eine Aussagen von einem Vermögensverwalter, Josh Brown, auf CNBC gesehen, der gesagt hat, also die Kunden, die sagen, warum kauft ihr überhaupt Anleihen? Warum habt ihr noch Anleihen? Warum seid ihr in Cash? Okay, ihr seid nur in Cash, damit ihr jeden BIP, jeden Dip kaufen könnt. Also es ist diese absolute Gewissheit der Leute, dass es nur nach oben gehen kann und vielleicht ist das doch gerade die Situation, die das Ganze schwierig machen kann, denn es ist schlichtweg so, dass letztendlich dann diese großen Dinge passieren, wenn kein Mensch glaubt, dass es nach unten gehen kann. Und nicht andersrum, auch wenn dieser Überschwang länger dauern kann, auch technisch gesehen wie hier beim Russell 2000, als man sich vorstellen kann. Aber Märkte tendieren dann eigentlich immer wieder dazu, zu gleitenden Durchschnitten zurückzukehren. Und da sind wir gerade, was den Russell betrifft, sehr, sehr weit entfernt. Hier sehen wir nochmal die Valuations, Forward Price Earnings, war nur auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase ein bisschen teurer. Muss alles funktionieren mit Impfungen, muss dann die Konjunktur sich massiv erholen, damit überhaupt diese erwarteten Price-Earnings-Ratios in Frage kommen oder sich als real erweisen können. Hier sehen wir mal, dass zum Beispiel der S&P 500 in diesem Jahr so viele 1% Gewinne oder mehr, mindestens 1% Gewinne hatte, wie seit 1938 nicht mehr. Also das ist eine ziemlich lange Zeit. Darauf folgte dann das Superspitzenjahr 1939. Diejenigen, die sich ein bisschen mit Geschichte beschäftigen, werden vielleicht den leichten Sarkasmus dahinter verstehen. Jedenfalls gab es sehr, sehr große Moves eben auch auf der Oberseite, auch auf der Unterseite allerdings, als es im März vor allem dann nach unten krachte. Die Grunderwartung der Märkte ist, es wird Inflation kommen. Hier sehen wir mal die 30-jährige Inflation Expectation jetzt an einem neuralgischen Punkt. Wir sehen diese Inflationserwartung ein Stück weit auch bei den Commodities und wir hatten ja zum Beispiel Aussage von deutschen Einkaufsmanagern, Preise steigen massiv. Ich hatte das Beispiel genannt, Container von Asien nach Europa. Deutlich im Preis gestiegen, dann diese Stimulusmaßnahmen, die obendrauf kommen. Allerdings sagt eben zum Beispiel Jerome Powell, naja, die deflationären Kräfte sind nach wie vor sehr, sehr stark und da ist natürlich auch was dran, aber das ist die Erwartung, Inflation kommt und dementsprechend inflationieren eben auch die Preise für Aktien, deswegen sei das gerechtfertigt und das in einer Situation, in der die Pandemie jetzt im Grunde vielleicht sogar ihren Hochpunkt erreicht. Wir haben jetzt über 33.000 Fälle in Deutschland, absoluter Höchstwert, auch Todeszahl sehr hoch und wir sehen auch in den USA Ähnliches. Da haben wir jetzt in den ersten 17 Tagen des Dezember schon so viele Tote gesehen, was Corona betrifft, wie seit April nicht. Also es ist die zweithöchste Todeszahl und der Monat ist ja knapp über die Hälfte erst rum. Und es ist vor allem in der Gegend Los Angeles, wo es keine freien Intensivbetten mehr gibt etc., wo die Situation schwierig ist. Auch New York trübt sich deutlich wieder ein und jetzt hat man informiert seitens der Regierung in Richtung der Bundesstaaten der USA, dass man deutlich weniger von dem Impfstoff ausliefern kann, nämlich 40% weniger ohne Erklärung. Warum ist das so? Gibt es da Lieferschwierigkeiten? Und das ist eben sozusagen eines der kleinen Risiken neben der Frage, ob es dann, wenn jetzt viel verimpft wurde, dann Fälle gibt, wo Leute möglicherweise versterben, es nicht gut vertragen haben oder so.
etwas. Oder eben, dass die Lieferung der Impfstoffe nicht so richtig funktioniert. Das sind zwei Punkte, auf die zu achten ist. Und natürlich zu achten ist aber auch der Brexit. Hier sehen wir Boris Johnson, der gestern so ein bisschen kaltes Wasser auf die Brexit-Hoffnungen geschüttet hat. Er sagt, stressing time is short. EU position need to change substantially, muss sich also substanziell ändern. Das klingt jetzt nicht so, als wäre man unmittelbar vor einer Einigung. Und hier schreibt er nochmal ausführlicher, vor allem über diese Fischereigeschichte. Wir wären das einzige Land, das sozusagen in seinen eigenen Gewässern nicht die Souveränität hat. Die EU-Position sei es simply not reasonable in diesem Punkt und muss sich signifikant ändern. Naja, man hat lange ja Zeit gehabt, seine Position mal signifikant zu ändern. Und dann sagt er, ja, wenn es so ist, dann scheiden wir als Freunde, wenn wir keinen Deal kriegen, denn dann haben wir diesen Australian Deal, dann haben wir praktisch diesen Deal wie zwischen EU und Australien. Das hat Boris Johnson schon immer wieder sozusagen thematisiert. Naja, ich kann damit sehr gut leben, wenn wir einen Deal à la Australien haben. Und damit sagt er natürlich, versucht er sich natürlich auch in eine gute Verhandlungsposition zu manövrieren, indem er sagt, naja, ich kann mit dem Scheitern auch gut leben, aber faktisch wird das ein richtiges Chaos werden, das Boris Johnson noch absolut unterschätzt. Und auch für die deutsche Wirtschaft, die wir hier anhand des IFO-Indexes sehen, hier zuletzt 90,7. Wir sind jetzt zweimal gefallen, heute möglicherweise der dritte Fall hintereinander. Klar, Lockdown, 10 Uhr bei finanzmarktwelt.de werden wir darüber berichten. Und wir haben dann abschließend noch die Meldung jetzt relativ frische, dass die USA über 80 Firmen, soweit ich das noch erinnere, auf die Blacklist setzen, also praktisch sanktionieren. Darunter der größte Chiphersteller Chinas, SMIC. Das ist jetzt offiziell, es war sozusagen lange in der Schwebe. Jetzt ist es offiziell und andere Firmen sind noch dazugekommen. Aber das wird natürlich die Märkte nicht interessieren. Die interessieren sich nur für neue Allzeithochs, die wir gestern gesehen hatten in den vier Indizes. Aber mal sehen, was heute eben an Turbulenzen kommt, ob es zu Turbulenzen kommt. Das Potenzial ist da. Es ist eine unglaubliche Long-Positionierung am Markt an allen Fronten. Es darf nicht schief gehen. Und solange nicht schief geht, wird der Markt weiter steigen. Aber wenn etwas schief geht, dann wird dieses Schiefgehen richtig reinknallen. So viel ist sicher, bei dieser extremen Positionierung kann es fast gar nicht anders sein. Wenn dann Leute verkaufen wollen, dann wird es an der Tür, durch die Leute wollen, relativ eng. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Tag. Heute ist Marktgeflüster. Mache ich heute etwas früher, weil ich dann los muss. Ich sage Servus und Ciao.